Ihr kennt euch ja am besten aus. Wir folgen euren Anweisungen am besten. Ich denke, ich würde ungern eine Begegnung mit diesen gefräßigen Käfern machen. Nun, wie ich bereits sagte, ihr seid Fremdijis und Garethias und dementsprechend du. Lasst euch belehren, deswegen habt ihr Runegrow dabei. Deswegen haben wir euch dabei, genau. Schön, dass ihr es auch einseht. Können wir dann? Nun, ich habe diese Diskussion nicht gestartet. Aber ihr könnt sie beenden. Ja, lasst uns gehen. Ich ziehe mal meinen Stiefel aus dem Matsch und gehe weiter. Ja, derweil könnt ihr auch erkennen, wie der Rokulizana wobei selber beschäftigt ist. Und zwar wird er eitrigen Krötenschemel suchen und einpacken. Als in eine Oh. große Tasche. Ja, wenn es den hier gibt, würde ich auch ein bisschen mitnehmen. Ja, wirst du finden. Also gerade wenn du dem Okulisaner dabei zusiehst, dann du findest hier quasi alles. Du musst eben nur wissen, wo du hingreifen kannst. Teilweise unter den Erden gewachsen oder im Ja. Sumpf, im Wasser. Ja, aber wenn ich dem zugucke, kann ich das wahrscheinlich ja auch habhaft werden. Genau. Ich wusste gar nicht, Boltax, dass ihr ein leidenschaftlicher Giftmischer seid. Es sind sehr hübsche Pilze und ein hübscher Pilz, den will ich immer mitnehmen. Aber in der Tat, er ist sehr giftig. Man kann ein sehr potentes Gift daraus herstellen, nicht wahr? Unter anderem den Purpurblitz. Hm. Wenn ihr allerdings auf eine, sagen wir, sofortigere Maßnahme abzielt, ihr könnt ihn auch einfach. Nun, ich müsste noch irgendwann ein wenig Öl haben. Wir kochen das aus und ihr könnt es euch auf die Waffe reiben. Genau, das wäre dann eine Idee. Aber nur wenn es wirklich notwendig sein müsste. Ja, Boltax, du greifst nach dem einen oder anderen Krötenschemel und irgendwann stellst du fest, dass du einen Stock auf deiner Handoberfläche hast, der sich bewegt. Oh, schaut mal. Das ist spannend. Das ist ein Igel, oder? Ein Nein, Stock. eine spannlange Heuschrecke, die sich jetzt gerade an deinem Arm nach oben bewegt. Wirf das weg, Boltax. Spiel nicht mit der Umgebung hier. Na gut. Ja, würde sie halt abschütteln, wenn sie sich abschütteln lässt. Ja, kannst du abschütteln. Derweil kann Diamantis so ein bisschen mit Kopf schüttelnd eine der Lianen beiseite schieben und dann dran entlang gehen. Und die anderen können dabei erkennen, wie das wohl gar keine Liane ist, die er wohl Gedanken verloren beiseite schiebt, sondern eher eine Schlange, die sich dort herunterhängen lassen hat. Diamantis, ihr solltet aufpassen, wenn ihr geht. Ja, tue ich doch, tue ich doch. Ich bin schon unzählige Male stecken geblieben. Wie weit ist es denn hier noch bis zum Festland? Ich zeig mal, ich hau mir jetzt auf die Schlange. Darauf solltet ihr achten. Na, was? Ich zeig auf die Schlange. Ich weiß nicht, ob sie giftig ist oder nicht, aber ihr solltet es nicht ausprobieren. Dass die mich nicht gebissen hat. Ach, bei der Länge und der Dicke vielleicht. Ja, ihr müsst besser aufpassen, also wirklich. Und ich dachte, das wäre eine Liane. Ist es das erste Mal, dass die Herren eine Schlange sehen? Nein, nein, natürlich nicht. Ja, es ist auch nicht ganz einfach, gleichzeitig auf seine Füße zu achten und auf das, was über unseren Köpfen ist. Und langsam tun mir vor allem meine Arme weh. Wenn er aber Lohne noch weiter hier über den Sumpf tragen muss. Ja, ich hoffe, wir kommen gleich zum Festland. Vielleicht soll die auf ihren Rücken schnallen. Warum musstet ihr das schwere Ding überhaupt mitnehmen? Warum sollte ich Bitsy zurücklassen? Weil sie schwer und im Weg ist. Und ich bin kräftig und lasse sie nicht zurück. Nun gut. Die dichten Bäume erschweren die Orientierung, auch wenn ihr noch immer keinen festen Untergrund habt, sondern immer noch durch den Matsch wartet. Aber sie sind hoch und sie werden noch höher. Alles ist in ein Rot getaucht. Vor allem in den Dämmerstunden, die 10 Stunden, die ihr gereist seid. Die Sonne geht langsam unter und ihr könnt mittlerweile auch bemerken, wie der Dschungel langsam anfängt zu leben. Die Rohan Korbpriester schauen sich derweil um und achten vor allem in Richtung eines der Bäume, den sie wohl aussuchen, um dort sich nach oben zu ziehen, diskutieren wohl gerade etwas, verwerfen dann wieder und gehen weiter.
schaue mal mir den Baum an, den sie erst versucht haben und verworfen haben. Stell keinen Unterschied zwischen den anderen Bäumen fest und geh weiter. Ja, rotes Dämmerlicht, teilweise eine undurchdringliche Schwärze, wenn ihr dann hackt und schiebt und euch vorbeiwühlt an Dornen, an Gestrüpp, an Zweigen, an Blättern. Bis ihr dann, es ist unglaublich interessant, wie vielfärbig oder wie vielfarbig ein Rot sein kann. Ihr wusstet gar nicht, dass es so viele Rottöne gibt. Teilweise auch mit grellbunten Blüten, Beeren und ja, dann könnt ihr erkennen, wie es später und später wird und einige große Leuchtkäfer anfangen zu leuchten, das Ganze dann in Silhouetten zu tauchen und die Rohr- und Graupriester zusammen mit dem Orkulizaner dann stehen bleiben vor einem besonders dicken Baum mit wenigen Ästen im unteren Bereich. Sie fangen an, ein großes Seil, ein großes Tau nach oben zu werfen, bis es dann irgendwo hängen bleibt und sie dann anfangen, ja, nach oben zu klettern. Sagt einmal, Eilasab, was unterscheidet diesen Baum von dem vorherigen von vor einer halben Stunde? Was für eine dumme Frage, Bruder, Schwester. Nun, ich erkenne keinen Unterschied, deswegen frage ich. Nun, dann seid ihr einfach nicht fähig, die Schönheit der Welt zu erkennen, Bruder, Schwester. Klärt es ist doch ganz auf. Offensichtlich. Klärt mich auf. Nun, warum sollte ich euch die Grundlagen nicht erklären, bevor ihr in den fortgeschrittenen Bereich anfängt? Wir müssen bei einem A starten und nicht mit dem Z. Wir fangen bei Rohr an und nicht bei Gror. Der Diskus muss erst geworfen werden, Bruder, Schwester, bevor er ankommen kann. Nun, wollt ihr mich belehren oder wollt ihr mich nicht belehren? Ihr seid einfach nicht fähig, es zu verstehen. Aber das ist kein Problem. Sie klopft ihr bemitleidenswert auf die Schulter. Aber mir sucht ihr etwa nach der Weisheit der Bäume? Nein. Ich frage mich, was diesen Baum von dem anderen unterscheidet. Nun, es steht hier und der andere steht dort. Das ist dämlich. Sie waren aber unglaublich ekelhaft während der Zeit. Also nicht unhöflich, ja doch unhöflich schon. Vor allem belehrend. Sie wissen alles besser. So, also der Eukulizaner gar nicht so sehr, der war sehr still. Aber die beiden rohen Graupriesterinnen, die waren A, sehr laut und B, sie wissen einfach alles und ihr wisst einfach nichts. Und das ist einfach nervig. Nun, Boltax, was ist der Unterschied zwischen diesem Baum und dem anderen? Nun, jetzt mir. Und nicht, dass er dort ist, dann ist dort steht. Nun, offensichtlich ist es die gleiche Baumart. Das ist euch ja wahrscheinlich auch schon aufgefallen. Ja. Und seht ihr? Nun, aber schaut euch mal die Früchte da oben an. Hat er Früchte? Weiß ich doch nicht. Dann schaut. Wo sehen die Früchte denn aus? Bei mir. Ich kann doch nicht mit dem Fortgeschrittenen anfangen, wenn ihr noch nicht einmal die Grundlagen beherrscht. Ein kleiner Spaß. Ja, Mira hat völlig recht. Ich sehe da auch nichts. Nö, da ist auch nichts. Ja. Mir bereitet etwas ganz anderes Sorge. Und zwar, wie sollen wir Mira auf den Baum bekommen? Naja, wir können sehr gut Bäume erklimmen. Ja, richtig. Vermutlich klettert sie besser als wir alle. Ich glaube auch. Ich bin sehr gespannt darauf, das zu sehen. Sollen wir uns dort oben einrichten? Ich möchte mal den Baum anschauen. Ist der stabil genug für den Bären? Der Baum ist unglaublich dick, ja. Hätte ich nur dieses Luftritual gelernt. In einer Höhe von 30 Schritt kannst du auch erkennen, wie der Okolizaner sich bereits ein kleines Nestchen gebaut hat mit den verschiedenen Sträuchern da oben und hat sich bereits hingelegt. Oh. Dann tun wir es dem alten Mann da oben doch mal gleich. Willst du vorklettern und uns ein Seil runterlassen? Besser schon ein Seil, oder nicht? Ja, genau, also ein Tau haben sie hochgeworfen, okay. Das könnt ihr auch benutzen. Ja, aber ein zweites würde nicht schaden, dann sind wir, können wir wenigstens mehrere zeitgleich hochklettern. Naja, oder einer bindet sich fest, also ein Sicherungsseil und eins zum Klettern. Gute Idee, Baltax. Ich gebe zu mir gehackte Gedanke gar nicht. Ihr solltet euch beeilen. Dort kommt ein Sturm. Ja, gut. Weg da den Baum hoch. Ja, auch mit uns.
Gut, ja. Dann gebt mir mal eine Kletternprobe. Es ist am Seil, aber es ist hoch. Ich würde mal sagen, ich erschwere sie euch um 7. Minus das Seil sind 3, sind Klettern plus 4. Sicher doch! Ja, das ist geschafft. Ja, ich bin zuversichtlich, ich habe Spezialisierung Körperbeherrschung fallen. Okay. Mira hat keinen Kletternwert. Was hat Mira für einen Kletternwert? Mira schafft das. Mira, ich habe darüber nachgedacht, ob es sich lohnt, ein Attributo zu sprechen, aber das wäre so oder so in die Hose gegangen. Oh ja, aber Mira kann nach oben klettern. Das ein oder andere Mal wirst du von einem ekelhaft roten Vogel angegriffen, den du gar nicht gesehen hattest, als er dann plötzlich neben dir auftaucht und dir dann in den Kopf pockt. Dreimal für 3W3 Schadenspunkte oder Trefferpunkte. Ich würfel mal 3W6 und halbiere sie. Genau, so machen wir das. Also 7. Einmal 3, einmal 2 und einmal 2. Ich hab die aber halbiert, der 3, 2, 7. Sind Ausdauerpunkte oder Schadenspunkte? Das sind Ausdauer, Trefferpunkte. Und Serpentilio versucht sich ebenso nach oben zu ziehen. Du versuchst das Seil zu greifen und immer wieder zu greifen. Und die anderen sind nach oben geklettert. Du hast natürlich gesehen, dass Abel mir irgendwie angegriffen wurde. Und das ist schon anstrengend. Glitschiges Mistding, wisst ihr wohl. Hey, alles klar da unten? Flamin wartet auf halber Höhe. Du siehst ihn, glaube ich, gerade zum vierten Mal irgendwie 2 Meter klettern und dann loslassen. Ich bekomme keinen Griff an das Ding. Ihr solltet euch beeilen, der Sturm kommt. Kommt, greift meine Hand. Wenn du auf halber Höhe wartest, bist du bei 15 Metern. Ruft nach einer, dies ruft nach einer Arroganzprobe. Ich muss euch doch sehr bitten, Sulaimin. Ich bin ein Mann von Stand, ich kriege das wohl auch alleine hin. Sinneschärfe, Sepedilio. Sinneschärfe, okay. Na, komm schon. Ist es gelungen? Du hörst es knacken. Und dann kommt irgendetwas auf dich zu. Oh nö. Eine letzte Kletternprobe, plus 4. Okay, werf ich, dann springe ich tatsächlich doch hoch und greife nach Zulamins Hand, denn sterben möchte ich ja auch nicht. Ja, die ist 15 Meter hoch, ja. Wenn die auf halber Höhe auf dich wartet. Richtig. Also wenn du das schaffst, Respekt an deinen Sprung. Du kriegst das alleine hin. Nö, heute nicht. Ja, du versuchst dich irgendwie zu nach oben zu hangeln auf 1 Meter. Ach, 1 Meter, ne? Du guckst dann nach unten, das ist schon echt tief, ne? Einen weiteren Meter und deine Hände fangen auch an zu zittern. Du merkst, wie weiteres Ding bricht. Und dann siehst du, wie ein gewaltiges, großes Schwein aus dem Dschungel auf dich zugerannt kommt. Riesige Splitter oder Stachel, die in seinem Rücken stecken. Du weißt nicht, wie es so... Okay, es ist nur ein Stachelschwein, aber es rennt auf dich zu und springt dann gegen dich. Du wirst von den Stacheln getroffen. Habe ich Zeit, bevor es bei mir ist, den Armatrotz auszulösen? Eine Aktion? Du hast jetzt schon 2 Kletternproben nicht geschafft. Nein. Okay, dann gib mir... Ja, Sturmangriff von einem Stachelschwein. Ich gebe dir mal 2W6. Ja, ich kann ausweichen, oder? An einem Seil, was du... ausweichen plus 4. Plus 4? Na gut, plus 3. Ist nicht eingetragen. Das reicht! Das reicht, mein Boy! Ja, du schwingst so ein bisschen nach rechts und links und... Du wirst halt nur von den Ausläufern der Stachel so ein bisschen gestriffen und pendelst dann wie so eine Uhr hin und her und hin und her. Und Zulamin musste selber oben so ein bisschen versuchen zu stabilisieren. Zulamin, ja, hol das Seil ein! Nicht erschwert. Was? Zulamin, eine Kletternprobe, nicht erschwert. Zulamin klettert ihm jetzt auch wieder entgegen, nachdem das ja offenbar nichts wird. Rafim, pack mit an, wir ziehen die hoch. Ja. Ob das Seil hält, meinst du? Ich hab keine Ahnung. Wir probieren's. Ja, nicht, wenn der da unten weiter so rumwippt. Ich baue uns derweil schon mal so ein Nest. Ja. Jetzt kommt schon. Wollt ihr da unten sterben? Ich versuche es. Ja, zieht an dem Seil! Ihr müsst euch da unten mal beruhigen. Ja, haltet euch fest. Und dann würde ich mal versuchen, das Seil hochzuziehen. Ja, also sowohl Zulamin als auch Serpentilio sind nicht so schwer. Serpentilio, wie hoch ist deine Konstitution? 11. Okay, dann bist du doch ganz schön fett.
Was heißt fett? Ich bevorzuge stabil gebaut. Ja, keine Glasknochen, die du hast. Aber du bist trotzdem ein alter Mann. Ich sehe nur so. Kann nach oben gezogen werden. Serpentilio lässt sich da so ein bisschen im Seil hängen und versucht nur nicht abzustürzen. Höher und höher und höher. Du wirst fast ohnmächtig, wenn du dann nach unten guckst und siehst eben, wie hoch das ist. Wenn du runterfällst, bist du einfach sowas von tot. Und dann merkst du die riesigen, kräftigen Arme von Rafim, die zupacken. Oh, bei allen 17 Erzdämonen geschafft. Oh je. Was? Danke, Rafim. Vielen Dank. Oh, wahrhaftig, ich schulde euch etwas. Rafim, du siehst gerade so aus, als würdest du ihn wieder runterwerfen wollen. Was? Das habt doch jetzt nicht nur ich gehört, oder? Was? Ich bin hier hinten beschäftigt. Was ist denn los? Das habe ich mir bestimmt eingebildet. Oh, wahrhaftig. Habt ihr das gesehen? So ein riesiges Schwein. Nein. Ich war ehrlich gesagt mit Klettern beschäftigt. Ich habe euch nur schreien hören. Falls ihr mit dem Sturm nicht klarkommt, ihr solltet euch eventuell festbinden. Es wäre ungemütlich, wenn ihr runterfallt. Ich würde gerne eine Wildnisleben und eine Wettervorhersageprobe machen. Ja, also, kannst du beides tun. Eine Wildnisleben, ein Abendessen drin behalten, um unser Nest zu bauen. Oh, leider die 20, aber naja, gut, okay. Und jetzt die Wettervorhersage. Schauen wir mal, wie das Wetter wird. Du kannst das Wetter hier nicht wirklich lesen, aber du merkst, dass der Wind auffrischt und ja, du weißt nicht genau, wie sie das gemerkt haben, aber ja, hier kommt sicherlich ein Sturm demnächst. Und gerade auf der Höhe, du blickst nochmal nach unten, du bist lieber in einem Stollen, aber hier runterzufallen, das wäre tatsächlich tödlich. Ein Sturm zieht auf. Flamin hilft uns da festzubinden. Ich würde noch festbinden am dicken Stamm wahrscheinlich. Ja, ich würde mich fesseln in Fesselprobe. Ich würde mich von Sulamin festknüpfen. Mhm. Ich kenne ihre Fesselkünste, ja. Ich würde mein Stabseil nehmen dafür. Dazu brauche ich nur ein ASP aufzuwenden. Ich muss eben gucken, ob ich Glückssegen habe. Eine Sekunde. Ich glaube, das ist ein guter Moment dafür. Dann kannst du es auch gleich mirakeln. Das kostet dich genauso viel. Das bringt, aber ich glaube, Mirakeln ist bei Fesseln ein Fesseln da. Wie hoch ist denn dein Mirakel Minus? Ich bin mir nicht sicher, lass mir aber gucken, ob ich mit einem verkackten Glück. Vielleicht hat das was mit keine Gefangenen natürlich zu tun. Keine Gefangenen. Richtige Glückssegen war ja klar. Ja, jetzt hättest du gern Jalan hier. Hm? Ich hab den immer gerne bei mir. Sulamin auch Karma. Ich muss euch sagen, Sulamin, das waren nicht die angenehmste aller Erfahrungen. Morgen werde ich mich einfach auf den Baum hinaufzaubern, wenn die Möglichkeit besteht. Steht euch frei. Du hast ein THW von 14 und nur 2 Punkte übrig. Ja, und ich habe keinen Chip, besser wird's nicht. Wow. Ich möchte das gerne für mich und Mira Mirakel. Muss sie einmal für alle würfeln oder für jeden Einzelnen? Nee, für jeden Einzelnen, wenn sie das machen. Okay, weil Voltax wollte zuerst. Okay, dreimal. Okay, dann muss ich als ich Mirakel einmal. Ich wollte zuerst. Wie beschissen! Was ist dein Problem, Leute? Tja, Narut, das ist blöd, ne? Was ist doch mal normales Mirakel und wie viele Punkte ist das beschwert? Plus 6. Also kriege ich 7 Punkte THW, ist das korrekt? Plus 6. Nee, du kriegst 5 plus halbe THW. Genau, also 4 kriegst 9. 9, ah, das ist doch wunderbar. Und während ihr euch festbindet, könnt ihr weitere Äste unter euch brechen und knacken hören, Gestrüpp, was zur Seite geschoben wird und eine kleine Horde von Stachelschweinen, die unter euch hinwegzieht. Oh, nun, vielleicht sollten wir aber noch nachschauen, ob es hier vielleicht irgendwelche Spuren von Getier oder Getigern gibt. naja. Tiger auf Bäume. Ja. Ich denke, Tiger leben teilweise auf Bäumen, ja. Die Tiger von Maraskan, wenn ihr versteht. Genauso wie Panther. Ja. Nun, ich muss zugeben, ich bin jetzt schon festgebunden, aber wir können ja alle mal den Kopf herumwenden, nicht wahr? Ja, ich würde mich mal umgucken mit Fährtensuche, ob ich was finde. Ja, machen wir eine Fährtensuche und danach eine Tierkunde, falls du was finden solltest. Alles klar. Können wir anderen mitsuchen? Ja, ihr könnt natürlich mitsuchen. Wie läuft es sich jetzt ab? Tierkunde, Schwert um 10? Ja, da musst du auch kein zweites Mal Tierkunde würfeln.
Okay, dann gib mir Daddy. Oh, so knapp. Drei Punkte. Also ihr könnt auf alle Fälle Kratzer erkennen, die von verschiedensten Kreaturen im Laufe der Zeit hier oben entstanden sind. Keine weiteren menschlichen Spuren. Oh. Von Tiger bis zu, ja, sind generell Krallen. Krallen von verschiedensten Größen und verschiedenem Alter. Okay. Du hast ja gesagt, noch eine Tierkunde hinterher. Tierkunde, Talent, Spezialisierung, Drachen, Echsen. Macht die hier Sinn oder nicht? Also du findest hier keine Echsenspuren. Nein. Okay, gut. Dann würfel ich eine ganz normale Tierkunde. Ja, Bärenspuren, die nicht von Mira stammen. Und selbstverständlich auch Jaguare. Oh, es sieht so aus, als wäre das ein Transitbaum. Schaut einmal, dort und dort und dort. Vielleicht findet Mira heute Nacht einen neuen Spielgefährten. Auf ihm, siehst du das? Was? Ah, da sind noch andere Bärenspuren. Seht ihr, Bruder Morenes? Das ist genau die Art und Weise, wie man den Baum identifiziert. Es liegt nicht am Baum selbst, sondern an den Spuren. Ja, und wir wollten auf den Bärenbaum. Ja, weil wir einen Bären dabei haben, vermutlich. Dort, wo die Tiere sind, ist es sicher. Intuition. Bruder, Schwester, die Welt ist schön. Und das hätte mir nicht einfach erklären können. Ihr müsst es euch selbst verdienen. Ihr müsst die Erkenntnis suchen. Ich kann euch nicht dahin führen und mit der Nase darauf stoßen. Aber mir, das nennt sich Erkenntnisgewinn. Ihr müsst schließlich erst die Grundlagen verstehen. Das erzählt ihr mir, die fast vom Baum gefallen seid. Der Diskus muss erst geworfen werden, bevor man ihn fangen kann. Aber die Nacht ist ja noch jung, Kapitän. Was nicht ist, kann niemand noch werden. In der Tat. Möchte ein Zauber in meinen Stab sprechen? Welchen? Attributo? Den Nihilogramo. Oh, okay, falls du runterfällst. Genau, ich bin ja schon festgebunden. Wie hoch ist die Erschwernis davon, dass ich mich nicht gar so sehr gut bewegen kann? Hast du Höhenangst? Nö. Schade. Dann gebe ich dir eine plus 2. Okay, damit kann ich leben, wenn ich ihn in meiner ewig langen Liste finden würde. Sorry. Ja, ich lasse mir dabei natürlich Zeit. Es ist erschwert um 4, weil plus 2 von den Seilen und plus 2 vom Stab. Erleichtert um 4, weil Zeit lassen. Und hier kommt er. Ich möchte das für einen Rechtsschritt. Rundschritt, anyway. Das kostet 5 Ausb und geht in eine kleine Kammer. Bitteschön. Nun, ich hoffe, wir sind hinreichend weit vorbereitet auf die kommende Nacht. Sagt Voltax, wie ist das mit diesem Sturm? Nun, es wird ein Sturm aufkommen. Wie gesagt, seht, ihr müsst euren Finger nass machen und in die Luft halten. Und dann seht ihr von dort, da, Nord-Nordost, dort weht der Wind. Und es scheint wohl aufzufrischen. Ja, während ihr dort oben sitzt, Zulamin, du kannst nach unten schauen und betrachtest die Schönheit der Welt. Unter dir schillert und glitzert ein Käferheer, was dort entlang marschiert. Funkelt im letzten Sternlicht, Maras Licht. Oder ob sie irgendwie selbst das Licht gespeichert haben, aber der ganze Boden glitzert in einem vielfarbigen Licht. Es sieht wunderschön aus, aber dort unten sein möchte ich jetzt gerade nicht. Oh, es sieht in der Tat sehr schön aus. Ein bisschen wie die Leuchtepilze, nur dass sie sich bewegen. Es wäre vermutlich um einiges schöner, wüsste man nicht, dass sie einen auffressen, wenn sie einen kriegen. Och, naja, euch würden sie bestimmt auffressen, mich aber nicht. Seid ihr euch da gar so sicher? Ja. Ich will es trotzdem nicht ausprobieren, aber ja, ich würde sie unter Kontrolle bringen und sie würden mich, weiß ich nicht, umschwärmen. Und während ihr betrachtet, wie die Maraskaner die Augen bereits geschlossen haben. Nicht nur die rohen Gorpriester, sondern auch eure eigenen Begleiter. Und sie schon friedlich schlummern. Da könnt ihr nicht nur den Sturm hören, sondern auch das Öffnen der Schleusen der Welt. Und Effort ergießt sein Nass von oben herab. Und es prasselt aus Strömen herab.
Es ist unglaublich laut. Und gleichzeitig fangen die Tiere des Dschungels an. Ich nehme an, ruft Serpentilo, mehr oder minder erfolgreich über das Getöse hinweg. Dies ist ein gutes Zeichen? Aber wie sollen wir so denn schlafen? Gar nicht. Naja, ihr müsst euch einfach darauf einlassen. Es sind die Elemente, die um euch sind. Die Luft und das Wasser und der Humus unter euch. Es ist eine gewisse elementare Harmonie hier vorhanden. Auch wenn wir so nahe am Abgrund zu den Niederhöllen stehen. Etwas weniger elementar wie Melina. Hat jemand von euch Maraskan kundig? Nö. Aber die Führer haben es, ja. Die Führer haben es, ja. Das hilft euch ja nicht. Eure Regeneration ist jetzt Konstitution minus 20 Nächte, beziehungsweise 20 minus Konstitution ist sinnvoller, um 3 Punkte vermindert, beziehungsweise komplett negiert. Wovon hängt das ab? Ja. Von eurer Konstitution. Nein, wovon hängt es ab, ob es vermindert oder negiert ist? Von einem guten Schlafplatz. Boltax hat im Vorfeld eine Wildnislebenprobe gewürfelt und die auch geschafft. Dementsprechend bekommt er 1 W6 minus 3. Also muss jeder von uns eine Wildnislebenprobe würfeln, weil Boltax gesagt hat, dass er das für uns alle macht. Ja, genau. Ich habe gesagt, ich baue für uns alle ein Nest. Ja, gut. Dann, also, ja, okay. Dann kuschelt euch mal ein, würfelt mal jeder eine Wildnislebenprobe. Ich wünschte jetzt gerade echt, ich hätte doch die Schlaftränke gemacht.